Das Wort erhält nun der Kollege Dr. Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Dr. Gregor Gysi. Dr. Gregor Gysi. Dr. Gregor Gysi. Unser Kollege Dr. Gregor Gysi. Bitte schön, Kollege Dr. Gregor Gysi. Die einzige Partei, auf die Sie alle reagieren, das ist Die Linke. Und das macht unsere Wahl wirklich auch so attraktiv für die Leute. Sehen Sie mal, man wählt uns, und noch bevor wir einen dummen Antrag gestellt haben, ändern Sie schon Ihre Politik. So schnell geht das. Das schafft man nur mit der Wahl der Linken. Die lassen sich das nicht mehr bieten. Es gibt einen rebellischen Geist in der Bevölkerung. Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung. Ich höre Ihnen die ganze Zeit zu. Und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf. Und Frau Bundeskanzlerin, ich weiß nicht, wo Sie gerade wieder rumturnt, aber eins sage ich Ihnen nach der... Frau Bundeskanzlerin, warum können Sie das diesen Bossen nicht mal erklären, nicht kurzfristig, sondern langfristig zu denken? Selbst einer, der den Kapitalismus ganz toll findet, kann ihn ja nur erleben, wenn es die Menschheit noch gibt. Ich begreife das überhaupt nicht, warum die so uneinsichtig sind. Ohne Die Linke herrschte in diesem Bundestag gähnende Langeweile. Ja, Herr Trittin, ich weiß ja, dass Sie mich gerne hören, deshalb rede ich zum zweiten Mal. Aber ich verspreche Ihnen an den Tagen heute und morgen dann nicht wieder, zumindest nicht hier. Doch, also ich kann Ihnen das sagen, immer wenn wir stärker werden, werden die Grünen friedlicher und immer wenn wir stärker werden, wird die SPD sozialer und selbst die Union kriegt dann einen kleinen sozialen Tick. Also ich meine, das ist gar nicht anders. Ich gebe zu, die FDP ist dagegen gefeit. Aber die anderen Parteien, aber die anderen drei Parteien, die richten sich schon nach unseren Wahlergebnissen. Bei der FDP frage ich mich immer, wozu Sie überhaupt sozialpolitische Sprecher haben. Aber ich lasse das mal. Ja, die FDP ist wirklich reichlich vertreten bei der Vermögenssteuer. Das liegt an der inneren Ablehnung, die da herrscht. Ne? Wissen Sie, Herr Lindner, Sie können mich ruhig als geistig gestört betrachten, aber das sagt etwas über Ihr Niveau, nicht über mein Niveau, um das auch mal ganz klar zu sagen. Deshalb brauchte man nur einen einigermaßen klugen Egoismus. Das würde schon ausreichen, um endlich was für den Klimaschutz zu tun. Leider haben wir so viele doofe Egoisten, die nicht einmal das begreifen. Ja, nun warte doch mal, Frau Künast, du wirst das auch noch verstehen. Herr Kollege, darf ich einen kleinen Augenblick unterbrechen? Darf ich die Kolleginnen und Kollegen, die entweder noch nicht genau wissen, ob sie dem weiteren Verlauf der Debatte folgen können oder wollen, oder jedenfalls nicht von wo aus, Kollegen Flossbach und Dautzenberg vor zum Beispiel. Hallo. Also, Herr Präsident, die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Ja, das ist, Sie wissen doch, dass ich Ihnen gegenüber immer eine besondere Großzügigkeit aufbringe, die am Ende Ihrer Redezeit auch regelmäßig gebraucht wird. Und da gehen Sie mal davon aus, dass das auch diesmal wieder zugestanden wird. Okay, wir haben uns auf eine Minute verständigt. Das ist enorm. Darf ich weitermachen? Selbstverständlich, ich nehme auch Ihre Verständigung zur Kenntnis. Ich bin sehr beruhigt, Herr Bundestagspräsident. Die hören nicht nur mir nicht zu, sondern auch Ihnen nicht zu. Also darüber sollten wir dann mal länger nachdenken. Also, Frau Bundeskanzlerin Merkel, ich muss Ihnen ja eins lassen. Sie haben heute hier ein beachtliches Kämpfertum gezeigt, zu welchen Fähigkeiten doch Frust und Verzweiflung so führen können. Ja, Herr Kauder, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jetzt einen selbstständigen Gedanken gegenüber der Bundeskanzlerin. Oder Sie weisen mir nach, Herr Kauder, Sie werden das ja können, wie groß ist der Schuldanteil einer Hartz-IV-Empfängerin oder ihres Kindes oder eines Geringverdienenden an der Finanzkrise und damit an der Staatsverschuldung? Erklären Sie es mir. Erklären Sie mir. Der Schuldanteil liegt bei null. Ziehen Sie die heran, die das Ganze verursacht haben und nicht die, die damit nichts zu tun haben. Kommen Sie bitte aber zum Schluss. Ich weiß, Herr Präsident, ich kann es nicht ändern, dass Sie trotz meiner Warnung auch heute wieder ein verfassungswidriges Gesetz beschließen werden. Und deshalb sage ich diesem Baller, Baller und einen Pfeifenverein. Und ich bleibe auch dabei. Ich wollte, dass Sie sich einmal aufregen können. Jetzt können Sie es. Gut. Herr Gabriel, ich habe Ihnen genau zugehört. Was haben Sie denn gesagt? Sie haben gesagt, der Krieg ist richtig, aber Sie wollen ihn nicht so nennen. Das ist doch keine sozialdemokratische Politik. Ich bitte Sie. Vollziehen Sie doch mal den Wechsel. Liebe SPD, ich weiß ja, Ihre Leidensfähigkeit ist fast unbegrenzt. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass es doch irgendwo eine Grenze gibt. Und nun sage ich meinen letzten Satz, Herr Präsident, meinen letzten Satz. Ich überlege mir, ob ich Ihnen drohe. Ja, wirklich, ja, passen Sie auf. Indem ich sage, dass ich doch vielleicht versuchen werde, so lange im Bundestag zu bleiben, bis man in Ost und West und die Frauen und Männer
endlich für gleiche und gleichwertige Arbeit in gleicher Arbeitszeit den gleichen Lohn und für die gleiche Lebensleistung die gleiche Rente erhalten. Wenn ich das androhte, sollte es doch wenigstens ein gewisser Ansporn für Sie sein, das möglichst schnell zu erleben. Und manches, Herr Kollege Gysi, was im ersten Leben nicht so richtig geklappt hat, klappt dann hoffentlich im zweiten. Herr Wir haben Kollege, da sehr verschiedene Vorstellungen. Wenn Sie vielleicht noch die Stichworte nennen, die Sie dann in einer späteren Rede im Einzelnen entfalten möchten. Herr Präsident, ich bin Ihnen sehr dankbar. Wissen Sie, es ist immer dasselbe. Wenn man hier nicht nur redet, sondern was sagt, vergeht die Zeit so schnell. Ne? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja?